Herzlich willkommen zu einem weiteren Inside. Der FC Zürich befindet sich in einer Umbruchphase. Über ein Dutzend Spieler haben den Verein in den letzten paar Monaten verlassen. Auch das Budget ist angepasst worden auf die neue Saison. Der FC Zürich backt jetzt kleinere Brötchen. Kommt dazu, dass in den letzten paar Tagen Gerüchte entstanden sind und personelle Veränderungen rund um unseren Verein. Es ist zwar nicht unser Job, alles zu kommentieren, aber es ist jetzt an der Zeit, gewisse Sachen richtig zu stellen. Ja, Cillo, man hat in den letzten paar Tagen kritische Medienberichte zum FC Zürich lesen, aber auch zu dir persönlich. Wie ist deine Meinung dazu? Ja gut, das ist wirklich erstaunlich, was in den letzten paar Tagen jetzt medienmässig da in Zürich abgegangen ist. Zuerst die Zürich-Zeitung am Mittwoch und jetzt über das Wochenende der Sonntagsblick. Ich bin erstaunt oder, über die Aussagen, die da gemacht werden. Vielleicht das erste Mal das Thema Rücktritt, wo da im Sonntagsblick erwähnt worden ist. Ich habe überhaupt keine Absicht oder irgendeinen Plan, da jetzt kurzfristig zurückzutreten. Natürlich ist im Moment die Situation nicht ganz einfach. Aber das heisst doch überhaupt nicht, dass ich da irgendwo plötzlich so den Battle anrühre, wie das da in dem Artikel irgendwo zwischen den Zielen geschrieben wird. Also ich verstehe es nicht, woher plötzlich die Polemik kommt. Ein anderes Thema, das erwähnt wird, ist auch die sogenannte Transferbilanz. Ich meine, es gibt keinen Fußballclub auf dieser Welt, der 100% Trefferquote hat, wenn es um Transfer geht. Man hat jetzt sämtliche Transfer aufgeführt, die wir in den letzten paar Jahren hatten. Dass nicht jeder ein Vollerfolg ist, das wissen wir selbstverständlich auch. Aber hinter jedem Transfer gibt es auch eine Geschichte. Es hat Transfer gegeben, wo die Trainer ums Verroden haben wollen. Und kaum sind sie da gewesen, haben sie gleich nicht gespielt, haben das Vertrauen vom Trainer dann gleich nicht gehabt. Interessant ist auch, im Sonntagsblick wird dann noch ein spezieller Transfer aufgeführt. Das ist der vom Tahirovic, oder, wo der Bickel Söll verursacht hat. Das ist genau über den Transfer, wo der Freddy Bickel 0,0 involviert war. Der Transfer hat uns damals jemand anderen eingebracht. Ich finde es auch nicht fair und korrekt, dass wir die Transfer, die wir jetzt in den letzten 6 Monaten gemacht haben, dass wir die auch schon kritisieren. Ich denke, da haben wir gute Spieler geholt, Spieler mit einem grossen Potenzial, das sind Spieler, die jetzt auch wieder in der Nationalmannschaft sind. Also ich denke, da braucht es halt manchmal auch ein bisschen Geduld. Dann ein anderes Thema, das auch in der NZZ und im Sonntagsblick auch wiederum aufgeführt worden ist, ist die ganze Rolle und Aufgabe von dieser sogenannten Sportkommission. Also wie gesagt, die Sportkommission hat jetzt praktisch den Sportchef irgendwo abgelöst. Das ist einfach, es ist halt, wenn man schon so, ich sage das immer wieder, ich tue Kritik auch ernst nehmen und ich tue auch zuhören, aber dann müssen die Leute entweder, sie müssen kompetent sein und sie müssen orientiert sein. Oder? Wenn die beiden Faktoren vorhanden sind, dann höre ich zu. Wenn die Faktoren nicht vorhanden sind, dann muss ich ehrlich sagen, dann geht es bei mir da rein und da wieder raus. Nur mit solchen Aussagen tut man natürlich das Umfeld ein bisschen verunsichern. Es sind Informationen, die in der Öffentlichkeit so gehen, unbeantwortet. Ich meine, es ist auch in der Vergangenheit so gewesen. Das ist in allen Klubben so, dass Transfer nicht allein von einem Sportdirektor oder von einem Sportchef gemacht werden. Und in der Vergangenheit sind die Transfer über den Verwaltungsrat gegangen oder dort abgesegnet worden. Und der FC Zürich ist in den letzten Jahren natürlich gewachsen. Und dementsprechend haben wir im Verwaltungsrat Kommissionen, Komitees heisst das auf gut Deutsch, gegründet. Wir haben das Marketing-Komitee, wir haben das Audit-Komitee und wir haben auch ein Sport-Komitee. Und im Gegenteil, wir wollen damit sicherstellen, dass wir Entscheidungsprozesse können, schneller gestalten können, dass wir entsprechend auch können viel effizienter arbeiten können. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Sportchef, sondern das hat eben damit zu tun, dass der Verwaltungsrat seine Aufgabe, die er hat, entsprechend professionell wird wahrnehmen. Dann ist auch Rauswurf Bickel wieder in dem Artikel erwähnt.
auch da, ich meine, wir sind auch ein dynamisches Unternehmen. Wir alle tun uns permanent hinterfragen, was kann man besser machen. Sagt das im VR, sagt das in der Geschäftsleitung, sagt das in den einzelnen Bereichen, sagt das im FCZ, TV, überall, oder? Und das beinhaltet selbstverständlich auch den ganzen sportlichen Bereich. Da sind wir natürlich immer wieder in einem Dialog, aber das ist absolut ein konstruktiver Dialog. Aber wir sind uns gewöhnt, dass man bei uns kann, die Meinung auf den Tisch bringen kann. Aber ich denke, bis jetzt, und das wird auch in Zukunft so sein, tun wir da eine sehr gute und offene Führungs- und Unternehmenskultur pflegen. Dann auch sehr perfid, kommt plötzlich der Begriff Revolution beim FCZ im gestrigen Artikel. Und da kommt eben das Bild von einem anderen Verwaltungsrat, also zwischen den Zielen tut man irgendwo einschreiben, ja, da hat es Leute und Kräfte innerhalb vom FC Zürich, die in eine andere Richtung arbeiten, das ist absurd. Das ist jetzt wirklich absurd. Wir haben einen Verwaltungsrat, wo alles erfahrene, kompetente Leute sitzen tun und auch da, wie ich vorhin auch angetönt habe, Da, das lebt natürlich, aber dass man da irgendwo jetzt gerade eininterpretieren, es hat Leute drin, die eine andere Agenda verfolgen, das ist einfach nicht korrekt, das ist nicht fair. Also auch da, wir arbeiten konstruktiv, wir hocken alle im gleichen Boot und wir haben einfach ein Anliegen, alle zusammen, oder? Wir haben den FC Zürich weiter voranbringen. Und im Fußball, das wissen wir, es läuft nicht nur immer ob sie. Es gibt manchmal auch Phasen, wo es halt ein bisschen runtergeht. Und genau in solchen Situationen ist es wichtig, dass man Ruhe bewahren tut. Und das ist ja das, was mich ein bisschen erstaunt, oder? Weil wir sind jetzt wirklich innerhalb des Clubs, ist Ruhe. Und jetzt wird offenbar von außen probiert, irgendwo Unruhe in den Club zu bringen. Und das ist dann für mich halt schon unseriöse Medienarbeit, aber ja, es gehört halt ein bisschen zum Fußball dazu. Aber nochmal, ich kann einfach zusammenfassen, ich denke überhaupt nicht an Rücktritt, wieso auch. Natürlich, der Spassfaktor ist nicht immer gleich gross, das ist logisch. Ich stehe nicht jeden Morgen auf und sage, wow, lässig, jetzt kann ich wieder die Rolle vom FCZ-Präsidenten da übernehmen. Aber das ist ein bisschen auf und ab. Und im Übrigen auch noch, wir haben ja jetzt eine Kapitalerhöhung, wo wir jetzt am Umsetzen sind. Und ich werde ja mich wesentlich an dieser Kapitalerhöhung beteiligen. Und das hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich da irgendwo im Hinterkopf Rücktrittsgedanken hätte. Vor dem Saisonstart ist das Ziel internationaler Wettbewerb herausgegeben worden. Gilt das noch für die laufende Saison? Das ist richtig, das war die Zielvorgabe, Anfang der Saison. Bekannt, wir haben Anfang von dem Jahr angefangen, die Mannschaft umzubauen. Wir haben einige Spielerabgänge gehabt. Wir haben dann auch entsprechend gute Spieler geholt. Und ja, ich denke, wir haben probiert, die Situation damals realistisch zu beurteilen, in Absprache mit dem Manager, in Absprache mit dem Trainer und haben dann Europa Platz als Ziel vorgegeben. Jetzt ist es halt manchmal im Fußball so, wenn es eben Anpassungen gibt, manchmal geht es schnell, wenn man ein bisschen Glück hat. Und dann sind wir alle zufrieden. Und dann geht es manchmal halt ein bisschen weniger schnell. Und das ist beim FC Zürich nicht das erste Mal, dass so etwas passieren tut. Also von dort her müssen wir jetzt sicher einfach Match für Match nehmen. Ich denke, es bringt jetzt gar nichts, wenn man jetzt an diesen Zielvorgaben nur hier nicht tut. Wir müssen jetzt einfach jedes Spiel probieren, so viele Punkte wie möglich zu holen. Aber ich denke, bei der ganzen Situation, die wir jetzt im Moment haben, oder, es gibt schon zwei, drei Faktoren, die man vielleicht auch mal sollte erwähnen, die meines Erachtens auch zu wenig berücksichtigt werden. Ich meine, ich bin jetzt im siebten Jahr dabei und in diesen sieben Jahren sind wir fünfmal in den Rang 1 bis 3 gewesen. Fünfmal Rang 1 bis 3. Ich denke, das ist eine gute Quote. Und das ist nach dem FC Basel sind wir mit Abstand der erfolgreichste Club in der Schweiz. Wir haben zweimal Abstürze gehabt
glaube, 7. Platz und 8. Platz. Und wir sind jetzt im Moment auch wieder irgendwo auf diesen Rängen. Aber es gibt für mich einen wesentlichen Unterschied zu den vergleichbaren Situationen von 2 oder von 4 Jahren. Wir haben heute eine Mannschaft, die kämpft. Wir haben heute eine Mannschaft, die sich extrem engagiert. Wir haben eine Mannschaft, die wirklich will. Und wir haben in dieser Saison praktisch nicht ein Match gehabt, wo wir irgendwo uns gehen lassen haben, wo wir irgendwo überrannt worden sind, wo wir irgendwo reindurch hatten, die Mannschaft wollte gar nicht. Also der Feedback, den wir in der Vergangenheit hatten, während diesen zwei schlechten Saison, dass man das Gefühl hatte, ja, die Mannschaft gibt nicht das Allerletzte, das haben wir in dieser Saison mit Sicherheit nicht. Wir haben halt teilweise ja, individuelle Fehler gehabt in der Defensive. Ich denke, das hat sich stabilisiert. Teilweise hat dann auch ein bisschen das Kampfglück gefehlt, das braucht es einfach im Fußball. Aber von dort her muss ich sagen, wie die Mannschaft arbeiten tut, wie der Trainer arbeiten tut, das ist für mich wirklich bedeutend positiver, als das in der vergleichbaren Situation war. Ich denke auch, dass 2-2 gestern in Sion, das beweist Charakter. Ich meine, die Mannschaft hat nicht aufgegeben, oder? Und das Glück, das wir vielleicht in den vorherigen Match nicht hatten, das haben wir halt gestern mal gehabt. Es ist auch, ja, wie soll ich sagen, es fällt natürlich auf, dass bei uns manchmal die Gegner eine Chance und 2 Goal machen, oder? Und das muss man immer probieren, wieder ausgleichen. Aber von dort her, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach Spiel für Spiel nehmen. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere Mannschaft da auf einem guten Weg ist. Die Entwicklung ist positiv, überhaupt keine Frage. Und auch wenn ich jetzt das vergleiche mit den anderen Mannschaften, es gibt nicht eine Mannschaft, wo spielerisch, taktisch, physisch irgendwo uns jetzt da, wie soll ich sagen, überlegen ist, wo man muss sagen, ja, da haben wir halt keine Chance. Nein, so ist es nicht. Und wenn das Kampfglück, wie zum Beispiel gestern wieder zurückkommt, dann werden wir da sicher in Zukunft wieder ein bisschen mehr Freude haben. Aber im Moment ist es schon so, wir sind alle nicht zufrieden natürlich mit der Situation, aber wir müssen jetzt einfach auch die Ruhe, die Geduld einbringen, dass jetzt die einzelnen Spieler natürlich jetzt auch noch Verletzungen gehabt haben. Gewisse Spieler haben die Saisonvorbereitung nicht können 100% machen. Und das spürt man natürlich. Aber das Mosaik, so eine Fußballmannschaft ist wie ein Mosaik. Und ich denke, die Mosaiksteine die stimmen ziemlich gut miteinander überein. Und von dort her hat die Mannschaft und Trainer immer noch mein vollstes Vertrauen.